Go, das Motormagazin. Powered by Grillershop.at. Denn draußen schmeckt's am besten. Hi und hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Sondersendung zum Thema Hybrid. Keiner weiß über technologische Entwicklungen und die Zukunft der Antriebe so gut Bescheid wie der Vorstand des Instituts für Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik. Klar, dass Professor Dr. Geringer auch und speziell bei unserer Sondersendung nicht fehlen darf. Also Herr Professor, welchen Stellenwert wird denn das Thema Hybrid bei der Mobilität der Zukunft spielen? Die Hybridtechnologie wird aus jetziger Sicht eine ganz wesentliche Rolle spielen. Also wir gehen davon aus, dass in 10 Jahren praktisch jeder Pkw mit einem Hybridantrieb ausgerüstet ist. Wobei das klingt jetzt ganz ungewöhnlich. Man muss dazu sagen, Hybrid gibt es in verschiedenen Ausführungen. Einen kleinen Hybrid, wie man sagt, der Mikrohybrid, der Mild-Hybrid und einen großen, der Full-Hybrid. Und zumindest diesen kleinen Hybrid, den Mild-Hybrid, mit der sogenannten 48-Volt-Technik werden praktisch alle PKWs haben. Der Grund ist Klimaabkommen, CO2-Einsparung. Apropos Umwelt. Wo sieht das Umweltbundesamt die Zukunft der Hybridtechnologie? Global gesehen ist der Anteil bei den Hybridfahrzeugen noch zu gering, als wir einen positiven Effekt auf der Umweltseite schon breit sehen würden. Es ist aber so, dass diese Technologie ein hohes Potenzial birgt und wir sehen auch bei den Zulassungszahlen, dass uns die Anteile sowohl von den rein Elektrofahrzeugen als auch von den Hybridfahrzeugen zunehmen. Und bei uns in den Szenarien vom Umweltbundesamt sehen wir, dass wir vor allem bis 2030, 2040 relativ hohe Zulassungsanteile in der Flotte sehen werden. Welche Antriebstechnik sich am Ende durchsetzen wird, hängt jedoch von mehreren Faktoren ab, nicht zuletzt auch von politischen. Die Technik wird sich durchsetzen. Man erinnert sich, dass vor einiger Zeit die Politik sehr stark die Energiesparlampe forciert hat. Die ist es dann nicht geworden, es wurde die LED. Deswegen, es entwickelt sich etwas, Forscher sind aktiv und am Ende wird sich das durchsetzen, was technisch ausgereift ist und nicht das, was die Politik unbedingt will. Ja, da hat er recht, der Herr Minister. Es wird jedenfalls sehr spannend, welche Veränderungen in der Mobilität stattfinden werden. Nicht nur im Massengeschäft, sondern auch im Luxussegment tut sich mittlerweile unheimlich viel. Der Test. Über 4000 Designer, Ingenieure und Techniker haben sich vereint und aus einem preisgekrönten Konzeptfahrzeug einen faszinierenden Serienwagen gemacht. Den Lexus LC 500 Hybrid. Die wahrscheinlich sportlichste Variante der Hybrid-Technologie. Doch was macht diesen Luxus-Japaner so besonders? Der Lexus LC 500 Hybrid überzeugt auf den ersten Blick gleich mit seinem einzigartigen Design. Der Karosserierahmen besteht aus höchst festem Stahl und erinnert mit seiner taillierten Form an einen Leichtathleten mit Superhero-Kräften. Zu dieser muskulösen Optik tragen vor allem die breiten Radkästen bei, zwischen denen sich die Dachlinie deutlich verschmälert. Starke Proportionen, eine lange Schnauze und vorne ein Lexus-typischer Diabolo-Grill machen das Sportcoupé in seiner Erscheinung attraktiv und auffällig. Das Cockpit überzeugt mit elektrisch verstellbaren Komfortsitzen, die mit einer handgenähten, schmiegsamen Luxuspolsterung ausgestattet sind. Diese sogenannte Takumi-Handwerkskunst zeigt sich mitunter in Details wie beispielsweise dem edlen Lederschalthebel. Ergonomisch intelligent gestaltet schenkt der Innenraum des Lexus viel Selbstvertrauen für sportliche Fahrten. Hierbei spielt aber auch die Effizienz eine bedeutende Rolle. Ein signifikantes Merkmal des Lexus LC 500 Hybrid ist der moderne Elektromotor. Wir haben auf der Ringstraße Wiens getestet, was die Coupé-Rakete im Stadtverkehr zu bieten hat. Mit Hilfe eines eigenen Buttons für den EV-Modus kann das Fahrzeug rein elektrisch fahren. Die Vorteile? 100% emissionsfrei, niedrige Verbrauchskosten und komplett lärmfrei. Auf dem Magdalensberg im Bezirk Klagenfurt haben wir die Fahrdynamik des Power Coupés bis an seine Grenzen getestet. Auffällig ist der markentypische Motorsound bei einer rasant ansteigenden Drehzahl.
Der leistungsstarke 3,5 Liter V6 Motor liefert 299 PS mit einer Systemleistung von satten 359 PS. Die Antriebsquellen werden, wie für Lexus üblich, mit Hilfe des stufenlosen CVT-Getriebes verknüpft. Diese sorgt für extrem effiziente und doch dynamische Leistung, sprich bei niedrigem Tempo für stärkeren Antritt. Die digitale Ausstattung des Sportcoupés verfügt über ein Display mit 3D-Effekt, einem neuen Multimedia-Bildschirm mit Touchpad und ein großes farbiges Head-Up-Display. So ist sowohl für Unterhaltung als auch für reichlich Informationen gesorgt. Die Anzeige für den Energiefluss liefert Informationen darüber, wann Energie in die Batterie gespeist wird und wann sie wiederum verwertet wird. So kann die Lexus-Rakete die Kurven des Magdalensberges gekonnt erobern. Das Fazit: ein echter GT mit ausgewogenem Gesamtkomfort, einzigartig elegantem Design und Spitzenleistung an jedem Ort. Sparsam und entspannt in der Stadt oder sportlich am Land. Das Beste aus zwei Welten. Der Lexus LC 500 Hybrid bietet so viel und ist doch nur der Anfang einer neuen, aufregenden Ära in der Geschichte der Sporthybridfahrzeuge. Wer hoffentlich auch Geschichte schreiben wird, sind unsere Olympiasportler Lukas Weißheidinger und Nicole Rupprecht. In einer Partnerschaft mit Toyota wurden olympische sowie paraolympische Sportler mit Hybridfahrzeugen ausgestattet. Was gefällt unserem Rekord-Diskuswerfer an seinem SUV am besten? Mittlerweile kennen wir schon sehr viel, dass Elektromotor die Power ja sofort übertragt und nicht erst nach ein paar Sekunden, wie es beim Turbo halt oft so ist. Und da ist halt die Kraft sofort da. Speziell im Stadtverkehr finde ich Elektroantrieb sowieso richtig sinnvoll, aber wenn man dann auf die Autobahn Auffahrt macht, ist dann auch richtig Spaß. Er bietet einen natürlich sicher zum Ziel, er ist zuverlässig und es soll eigentlich für einen Sportler, wenn man sich auf was anderes konzentriert, ein rundum sorglos Paket sein und es ist auf alle Fälle gegeben. Auch unsere Meisterin der rhythmischen Gymnastik liebt ihr etwas kleineres Hybridmodell, den Toyota Yaris. Schon bald kommt sie auch in den Genuss des Toyota CHR. So wie die olympische Flagge, die was einfach von Athlet zu Athlet weitergereicht wird, so reichen wir den Toyota CHR weiter. Und ich finde es einfach eine super Sache. Ich freue mich schon richtig, wenn ich damit fahren darf. So können die Sportler entspannt zum Training fahren für erfolgreiche Olympische Spiele 2020 in Tokio. Wer weiß, was sich bis dahin in der Hybridtechnologie noch so tut. Eines ist fix: Hybridfahrzeuge spielen in der Zukunft eine zentrale Rolle. Und das bringt nicht nur Vorteile für die Umwelt, sondern auch für jeden individuellen Nutzer. Ja, das war's auch schon wieder für die heutige Ausgabe. Wir machen eine kleine Sommerpause, kümmern uns um spannende und interessante Themen aus der automobilen Welt und sehen uns frisch und fröhlich Anfang September wieder. Bis dahin, alles Liebe, auf Wiederschauen, tschüss und baba. Go, das Motormagazin. Powered by Grillershop.at. Denn draußen schmeckt's am besten.